Ich wundere, warum das als letztes Gebiet jetzt zerquält wird. Ich dachte eigentlich, das ist oben, wo der Totenkopffisch da ist oder was das ist. Alles weg. Wenigstens haben sie auch mal freie Flächen gelassen, dass nicht wirklich alles zu 900% voller Müll ist. Das reicht ja schon, was hier rumliegt. Ich lasse jetzt das eine da oben erbsichtlich. Ich will wissen, ob er wieder dagegen fährt. Da oben sind die Dinger. Ja, ich denke mal, hier unten würde ich jetzt dann irgendwo das Teil finden. Sei doch. Ich bin gespannt, ob der gegen das eine Teil fährt. Ich würde mir so einen Arsch ablachen, wenn es so wäre. Aber nicht, weil es lustig ist, sondern weil es einfach nur so traurig wäre. Ist mir schon klar, dass es blockiert ist. Ist mir scheißegal. Das Ding wartet, bis ich fertig bin. Alter, ich hab's doch gesagt, ich hab's doch fucking gesagt. Ey, wie ich halt eins ex. Ich würde echt gern wissen, ob die immer denselben Weg gehen. Ich würde es echt gern wissen. Du musst da weggehen, oder? Ja. Hier ist wohl eine ganz andere Lichtstimmung, oder? Oder ist es, weil es dunkel ist? Kann ich irgendwie sagen. Frisst es. Fuck. Stopf dich voll, Junge. Bleibst du hinten auch schon hängen, oder? Ja, scheißegal, ich mach jetzt das da noch. Also du schaffst echt am Tag, wenn du wirklich alles wegmachen willst, 4 Stück.
Mir fällt auch langsam nichts mehr zum Erzählen ein. Ich meine, ich erzähle ja sowieso schon nicht viel. Alter, kann das mal weggehen? Du nervst voll hart, du scheiß Tentakel-Dings da. Wenn ich überlege, was wir mit der ersten Sichel so gebraucht haben, um das alles wegzumachen teilweise, das war ja schon richtig schlimm. Und, na klar, es war nicht so viel wie jetzt hier, aber... So, unser vorletzter Tauchgang, dann haben wir die Unterwasserwelt befreit. Ja, dann haben wir knapp eine Stunde dafür gebraucht. Tauchen Level 9. Vortex Nator. Maximum. Maximum. Ey, wenn sie doch jetzt in Frühlingsklamotten rumrennen, dann können sie doch mit mir... Noah. Fish and Sips needs a couple of fresh flowers. Would the farm be able to supply? Sam doesn't have a good selection, gar. Schmied, ich sehe, du hast dich in der letzten Zeit mit jemandem triffst. Es gibt ein Date, einen Diamantring und mach ihm einen Antrag. 10 Uhr und 13 Uhr, zwei Blumen in die Taverne. Das ist. Ja. Was war hier? Okay, 29,3. Okay, jetzt haben wir richtig viel, Alter. Fuck. Wobei, ich sollte, glaube ich, nicht alles verarbeiten, ne? Weil für sowas brauche ich zum Beispiel Osmium-Seetang. Habe ich 119. Gold-Seetang fehlt mir aber. Wow, ich dachte halt, alles essen bleibt. Toll. Oh, das ist sogar drei geblieben. Alter, ich brauche Megawoll, ey. Was soll los? Was ist hier los? Warum nicht? Habe ich so viel Osmium-Seetang rumliegen? Alter, echt 119? What the fuck?
Naja, das Gebiet mit dem Osmium-Zeug ist auch riesengroß. Halt. Also zwischen 12 und 13 Uhr. So. Müssen wir uns bloß mal, wenn wir unten beschäftigt sind, dann mal rausbewegen, das nochmal machen und dann. Gutes Leer ist jetzt eher auf Maximum, das heißt, ihr könnt sie jetzt auch noch ignorieren. Bis in den Frühling. Hört sich echt fies an eigentlich. Deswegen bin ich bei sowas auch immer eher so dabei, dass du da eher, anstatt zu herzen, dann eher Punkte machst. Oder sagst du, ja, es sind 100, keine Ahnung, Level 1 50%, 50 und Level 2 sind es dann 100, Level 4 sind es dann 150 oder sowas. Damit du dann halt, wenn du mit dem Charakter dann zum Beispiel 5 Tage nicht mehr redest, wirklich halt auch mehr Abstieg ist, damit du halt auch diese Beziehung pflegen musst. Wie sie da oben beide festhängen, weißt du? Es gibt zwei Wege und die gehen dann halt nur einen. So, das müsste jetzt dann fertig sein hier und dann haben wir bloß noch das andere. Ging's da nicht rüber? Oh, ich muss oben auf. Ah, okay, das andere lädt gerade auf. Ah, das sind zwei Tore. Was war denn das für eine Mutanten? Keine Ahnung. Aber eigentlich habe ich jetzt im ersten Jahr schon relativ viel eigentlich gemacht, ne? Ja, das ist auch, weil ich halt, also ich meine, man kann es bestimmt effizienter machen, also ich will mich jetzt hier nicht als super Vollprofi hinstellen, aber nach so Stardew Valley und sowas hat man halt schon einiges mitgemacht. Wobei ich es immer noch bescheuert finde, dass du mit jedem Schlag trotzdem Ausdauer verbrauchst. Ich meine, wenn du was triffst, meinetwegen. Aber wenn du einfach mal daneben haust oder aus Versehen irgendwas anderes machst, Ausdauerverbrauch. Wobei es ja jetzt halt eigentlich geht. Weil ich glaube, habe ich mit 450 oder 400 angefangen? Ich glaube mit 400. 200 mehr ist dann schon eine ganze Menge. Plus du hast dann kein Problem mehr mit dem Essen und alles. Da ist dann wiederum gut, dass sie halt unter Wasser echt viel gemacht haben. Also was einsammeln kannst.
Ah, scheiße, ich hab's verpasst, ne? Ja, scheiß auf die Blumen. Und dann schreibt er mir einen Brief, Alter. Um dann ein paar Stunden später dann wieder die Blumen haben. Oh, den einen da unten lasse ich wieder absichtlich einfach nur aus Scheiße wieder. Also wenn es zweimal klappt, dann kann doch da irgendwas nicht stimmen. Also ich meine jetzt stimmen im Sinn von, das geht jedes Mal einen anderen Weg. Ich glaube es zwar nett, weil dem Ding dann zu sagen, dass es halt irgendwie da in dem Bereich rumflitzen soll und dann und es dann irgendwo da aufstellen soll. Ja, dann sind wir jetzt fertig, ne? Das müsste jetzt komplett gewesen sein. Feuerqualle. Quallen gegenüber gemein und hält deren Population in Schach. Siehst nur anderen Quallen an gegenüber gemein. Eine Kugel, aber mich interessieren, kann ich die zweite Kugel, die dritte Kugel finden? Ja, es passiert was. Also ich hoffe, dass was passiert. Ne, dass jetzt irgendwas abstürzt, weil dann fuck you Spiel. Und fuck you Entwickler. Vor allem Entwickler. Lass dir Zeit, wir wollen heute nicht mehr wissen, was passiert. Nein, das war nur Spaß, jetzt lass dir nicht so viel Zeit, was ist los? Ach ja, dann warten wir halt ein bisschen. Ah, das war jetzt eine Plackerei. Ja, nun. Was soll ist das? Ah, das ist denn hier Bäumchen. Hey, du kannst deine Suppe da hinten nicht alleine lassen. Die anderen interessiert es halt nicht, die Bohne. Wie sie alle immer genau zweimal dieselbe Animation machen und dann losschwimmen. Oder nicht losschwimmen und hier abstürzen. Das Beben, das wir gespürt haben, ist das möglich? Oh no! Wo ist denn die Prinzessin? Oh, da ist sie. Ist es die? Ich denke schon. Unglaublich, der Korallenbaum ist geheilt. Es ist ein Wunder. Nein, ich bin's gewesen. Wenn man bedenkt, dass der Landbewohner das gemacht hat, wusste ich's doch, dass er sowas erschafft. Das ist unglaublich. Es ist viel schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Menschen in unserem Königreich waren schon lange nicht mehr so beseelt. Also Menschen, ihr seid mehr Jungfrau. Oder mehr Männer. Chojo, trotz der momentanen Ruhepause kann ich die übrigen Wurzeln in Ländereien über uns noch immer spüren. Ich werde ihn um Rat fragen, wie wir weitermachen sollen. Majestät, wir hoffen, dass wir Götter genauso erfreut sind, wie die Göttin genauso erfreut ist wie wir und uns helfen kann. Zum Schloss zurückgehen, da gibt es etwas Wichtiges bezüglich, das wir besprechen müssen.
Quellen, du liest meine Gedanken. Jetzt wollen sie mich einschläfern oder so. Quest abgeschlossen. 3000, yeah. Das ist halt echt wenig, ist man. Ach, ist egal wann. Ich bringe zwischen 10 und 13 nur 2 Blumen in die Taverne. Warte mal, ich kann den blöden Anker rufen und dann hochgehen und mich dann einfach hinporten. Ja, yeah, ich bin schon schlauer Fuchs. Aber das ist doch kacke, dass der Scheiß hier oben ja trotzdem da ist. Was ist denn das? So ein Dreck. Jetzt ist das scheinbar dann doch mit der Göttin da drin zu tun. Wahrscheinlich muss ich diese 4 Altare machen, damit da überhaupt was weggeht. Wo ist denn der König hin? Ich habe da diesen kleinen Wunsch, dass du mir da beweist, dass nicht alle Landbewohner schlecht sind. Auf zur Küste, das wäre so cool. War die nicht von unserem Königreich allein gestellt werden kann. Der Reiz des Unbekannten ist ziemlich stark. Ein Rhythmus gefunden, Harmonie, dem Format für den Mann. Willkommene Abwechslung. Bibliothek geschlossen, darum zu stimmen. Also, sie ist halt so Ariel-mäßig. Ja, aber was ist jetzt mit mir? Sollte hier nicht irgendeine Story stattfinden oder so? Was ist denn das? Und auf dem Weg nach Istana, einem der 7 Königreiche, wurden wir einmal in einen Hinterhalt gelockt. Mit ihnen gemacht haben, habe ich nie gezweifelt. Leben hätte führen können, eines, das nicht die Krone gebunden ist, aber die Pflicht ruft und eigentlich antworte. Ja, aber. Sefol kommt mir seltsam bekannt vor. Was für ein merkwürdiger Zufall. Wegen Ariel oder was? Oder wie? Ja, und jetzt habe ich das gelöst und es passiert nichts mehr, oder was? Was ist das jetzt? Was soll denn das? Warum können da 7 Leute hocken, wenn ihr bloß zu 4 seid? Und was sagt die andere Alte dazu? Wow, du darfst nicht hereinkommen. Ja, danke, ich bin auch bloß der Retter von dem ganzen Scheiß gewesen. Wo ist der blöde Baum eigentlich? Da drüben. Ja, nun, ne? Gehen wir noch zu der Schamanen-Alten da und dann. Und dann habe ich keine Ahnung, was abgeht. Die gibt jetzt scheinbar genauso einen Scheiß drauf, was ich da gemacht habe. Da sagte ich mal den Eltern, dass der Sturm aufziehen würde. Er lachte und dachte, wäre jetzt in den Garten weggeschwommen. Okay. Wir könnten ja nochmal in die Mitte von diesem. Wie heißt das Ding? Von dieser Arena gehen? Warte mal, da fällt mir ein. Jetzt habe ich das alles gemacht. Wir sind halt auf B. Ja, fast auf A.
Ja, also, tja. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein geiler Ausgang und nicht das, was ich erwartet habe. Ich meine, ich habe schon gelesen, dass das scheinbar nicht fertig ist, aber entweder verpasse ich gerade was oder ich müsste echt immer wieder mal vorbeischauen. Dann nehmen wir wenigstens noch den goldenen Seetang mit. Oder ich müsste zur Göttin gehen, das kann vielleicht was sein. Aber wie zur Hölle können die Göttin eigentlich fragen? Ich meine, die ist ein bisschen über Wasser. Oh, Humi, was geht? Fossil broke. Von mir weiß, dass man was bekommen kann. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon drin ist oder nicht. Na, ah, das ist jetzt auch auf dem Limapulo Cave. Scheinbar Single. Scheinbar kann ich mit der Prinzessin anbandeln. Darf ich wahrscheinlich bei denen nicht rein, weil ich erst irgendwie mehr Mensch werden muss oder so ein Scheiß. Also ich habe eben gelesen, dass das scheinbar irgendwie geht. Oh Scheiße, es ist 23:30 Uhr. Ja, dann sollten wir uns jetzt eigentlich dann ans letzte Ding machen, hä? Huh? Ah, shit. Ich schaff's nicht mehr. Komm. Noch geschafft, du böse Uhr. Hier ist so 700. Man müsste auch mehr mit den Tieren machen können. Und jetzt schon wieder. Anerkennung an Dienst zum König. Lade ich dich, König Karaka, König Nada, Devi und Nagaburg ein. Wir freuen uns, dich in der Burg begrüßen zu Respekt und Dankbarkeit, der königliche Rat der Nagaburg. Okay. Ah, okay, ich muss bloß einen Tag warten. Dann muss ich mich entschuldigen, dass ich mich da jetzt aufgeregt habe. Aber hey, man liest halt so einiges, dass da immer noch Sachen fehlen. Ja. Nein, auch nicht. Okay. Du kannst weg, du. Alter, ich hab 68 gefunden, echt? Das wird jetzt dann eher schon mal schlimm. 7, 1, 7.
3,39,4. Das ist schon schlimm. Das ist schon recht fucking schlimm. Ja, dann gehen wir halt mal zu der blöden Burg, hätte ich gesagt. So, schauen wir mal, ob was passiert. Oder ob wir später wieder kommen sollen, weil die Uhrzeit nicht passt. Oh, es passiert wirklich was. Das hört sich nicht wie Klatschen an. Kommen. Heute sind wir Zeugen einer außergewöhnlichen Entschlossenheit. Es ist eine Charakterstärke, die hinter den anfänglichen Zweifeln gesehen und beharrlich weitergemacht hat. Als du angekommen bist, war unsere Herzen schwer von Unsicherheit, das geben wir zu. Doch du hast dich von unserem Zögern nicht abhalten lassen. Ein Korallenbaum gehalten und unser Königreich wieder Lebenskraft verliehen. Deine Taten hatten mehr Gewicht als alle Beschwichtigungen. Heute ehren wir deine unterschiedliche Tatkraft und Unerschrockenheit. Das Siegel von den höchste Auszeichnung in unserem Königreich. Dieses Siegel symbolisiert Vertrauen, Freundschaft und ist ein Symbol dafür, die freisteht, unser Königreich nach Belieben zu betreten und verlassen. Als ein geschätzter Freund unseres Volkes. Siegel drücken wir auch unsere tief empfundene Dankbarkeit und unseren Respekt aus. Einst warst du ein Fremder, jetzt bist du ein Freund. Königreich wird sich immer an deine heldenhafte Bemühungen erinnern. Ja, cool, danke. Der letzte Tagesordnungspunkt heute. Göttern angewiesen, den Geist des Korallenbaums herbeizurufen und den Ländereien oberhalb der übrigen Wurzeln zu befreien. Es ist dir die Ehre gebührt, das goldene Schneckenhorn zu blasen, um den Geist herbeizurufen. Korallenbaum, wenn du bereit bist, das Orakel wird dir helfen. Ja, aber wo ist der andere Drache eigentlich hin? Das Liederding. Seehund von Naga. Ich sehe keinen Seehund. Warte, bis es Nacht ist. Geh zum Korallenbaum. Flur haben wir 57. Darf ich jetzt zu denen eigentlich rein? Wow. Du bist so ein großer Freund, aber du darfst hier nicht rein, verpiss dich. Ich will nicht warten, bis Nacht ist. Mach das jetzt. Habe ich den Eid abgelegt, unser Königreich zu beschützen, indem ich dir eine Chance gebe. Durch diese Richtung für mein Gefühl. Dunklen Schleim bezwingen und wenn es schwierig ist, gibt dein Bestes. Ich bin schon fertig. Ich sollte mal überleben, was ihr erzählt, ey. Was ist das? Teerbeere. Oh ja, scheiße, das hatte ich ganz vergessen. Ich muss ja trotzdem immer wieder noch Sachen sammeln, ne, um das Zeug auszufüllen. Upsa. Gut, dass die Bäume halt ziemlich den Winter ignorieren, indem sie einfach weiß, immer noch Blätter haben und so ein Scheiß. Ich meine, Tannenbäume kann ich verstehen, ist in Ordnung, aber doch nicht noch Laubbäume. Die müssten eher kahl sein. Wenigstens ein bisschen. Warum ist das Zeug bloß überall? Ah, shit, ich muss zurück. Ich muss doch bis 13 Uhr das Ding gemacht haben. Eine Aubergine? Black Beauty Aubergine. Der gut.
Was ist das? Kohlsprossen. Was ist jetzt schon wieder? Echt im Winter? Sucht irgendwas. Komm schon, wo bleibt es? Quack. Bin gleich da, Kleiner. Hat der ein Ende? Fun Bucket. Ich bin auf dem Weg. Ich hab nicht gewusst, dass du dort warst. Der Laden ist bis auf weiteres geschlossen. Was geht hier vor? Das Fun Bucket. Ach so. Seine Hausende. Ihm geht's nicht so gut. Quack, ich komme, Kleiner. Los geht's, Kleiner. Krank werden können, aber wahrscheinlich habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht. Diese Ente trägt einen Helm. Nicht so laut. Trägt das gerne. Es ist ein kleiner, lustiger Fischerhut. Letztes Mal, als er krank war, haben wir eine ganze Packung Taschentücher verbraucht, um diese Kröte. Er ist normal ziemlich gut drauf. Heute fehlt ihm Quacks. Er hat wieder eine Erkältung. Ich hoffe, es wird diesmal nicht so schlimm. Ich hatte es, seit ich ein Kind war. In years, but he saw the old bird he put through. Also auch wenn er alt ist, er kommt durch. Einmal Kleiner, den ganzen Tag auf dem Lieblingsplatz in der Sonne gelegen. Wenig liebevolle Pflege und eine kleine Ruhepause. Und erst im Handel drin wieder auf den Pfadfüßen. Du wirst schon sehen. Ja, wer liegt nicht gerne im Winter in der Sonne? Oh, der besucht das Weingut. Habe ich die blöden Blumen noch dabei? Ja. Ich baue eine Schneemann an dem T-Shirt. Ey, der Junge ist hart im Nehmen, muss man ihm lassen. Was ist jetzt schon wieder? Ah, perfekt. Und dann kommst du auch nicht zur Verkostung heute. Ich bewege deinen Blumen hier. Kannst du meine haben? Ich habe mir erst genug, während ich sie zubereitet habe. Danke fürs Kommen, Leute. Ich habe mich genervt, etwas Neues auf die Speisekarte zu bringen. Und hier sind wir. Ich habe mir drei verschiedene Getränkrezepte ausgedacht und möchte, dass ihr sie alle probiert. Das beste Getränk kommt auf die Speisekarte. Kannst kaum abwarten, Baby. So, gratis Essen oder Trinken sage ich nie nein. Ich bin hier, um auf jede erdenkliche Art und Weise zu helfen. Also gut, los geht's. Fangen wir mit dem roten Getränk an. Interessanter ist an. Okay, und jetzt das Gelbe. Alter, die hauen ganz schön ein. Mal überlegen. Ich verstehe. Okay, das grüne Getränk ist das letzte und dann stimmen wir den per Handzeichen ab. Oh boah, das grüne. Müssen wir das wirklich trinken, Liebling? Vielleicht sollte Mama das hier nicht trinken. Hey, es ist gar nicht so schlecht. Nein, nein, ich möchte Frank unterstützen. Mir geht's gut. Ich bin mir sicher, es schmeckt besser, als es aussieht. Alles klar, ich habe wohl scheiß Nummer. Das ist auch die von Yuri als Kurzwahlnummer, falls etwas passiert. Oh wow, das schmeckt eindeutig besser, als es aussieht. Du hattest recht, Betty. Ich glaube, das ist gut, Frank. Wir können sogar ein Spiel draus machen. Es sieht so abschreckend aus. Wie eine Mutprobe oder sogar eine Spinne. Die Touristen werden es lieben. Echt jetzt? Ich dachte, es würde ganz grässlich schmecken. Okay, ich will ehrlich sein. Ich wollte die Speisekarte nicht ändern, die Mama und Papa gemacht haben. Ich habe sie zu dann verwendet, die denen ich dachte, sie wären grausige Drinks. Oh, Liebling, du musst das nicht machen. Die Taverne gehört jetzt dir. Hört sich schon lange nicht mehr. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Was ist jetzt schon wieder? Noch was?
Die Blumen? Hey, komm mal rein, komm mal rein. Ich war gerade schon drin. Wir haben hier verkostet, Alter. Weißt du es nicht mehr? Das ist 5 Sekunden her. Ich guck, dass wir jetzt Kumpels hinter der Anmeldung sind. Haha, war nur ein Scherz. Wie geht's? Was hast du denn da? Wow, hey Noah, komm schnell her. Jep, eine Sekunde. Hey, das, worum ich dich gebeten habe, da sind wir dir schuldig. Na, ja, weil ich schulden gar nichts. Du hast uns auch so ein paar milchige Blumen gebeten, die du ganz leicht rund um den See pflücken kannst. Oh, nichts für ungut. Die Blumen sind toll. Ja, nun, ich bin beschäftigt, Frank. Ich bräuchte Hilfe dabei, diese Blumen zu holen. Einfach ist, diese bescheidenen Blumen zu bekommen. Warum holst du sie denn nächstes Mal dann nicht selbst, Kumpel? Ah, da bin ich ja mitten hineingeraten, nicht wahr? Na gut, egal. Danke für deine Hilfe, mein Bruder. Du auch. Danke dir, glaube ich, die Schulden durch das hier. Tut mir leid wegen Frank. Er ist ein Geizhals. Hey, komm schon. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Wie dem auch sei, danke für die Blumen. Wir wissen es wirklich zu schätzen.